Ja, was soll man über diesen Panzer eigentlich noch großartig Worte verlieren? Es war der Panzer, der, glaube ich, mit das Kurioseste war, was die deutsche Kriegsführung jemals hervorgebracht hat, dieser fahrende Bunker. Und damit recht herzlich willkommen zu diesem Video mit der Maus. Ja, Flugplatz ist die Karte, Mucho Mas ist der Spieler und naja, wir haben halt hier dieses fahrende Bit. Wenn man es nicht besser wissen würde, würde man denken, das Ding kann eigentlich sich gar nicht bewegen. 180 Tonnen schwer und einfach ein Wahnsinnsgerät. Aber ja, hier wir sehen es in bester Manier, sogar in World of Tanks kann dieser Panzer sich bewegen, wenn auch nicht schnell, aber trotzdem. Und jetzt schauen wir mal, was hier der Spieler so damit anrichten kann. Die Maus ja eher bekannt für ihre eher untypisch kleine Kanone mit nur 246 Durchschlag. Dafür braucht man auch ab und an noch Premium und da hat sie wenigstens dann 311. Aber 246, wie gesagt, für 8er, 9er geht es vollkommen. Für 10er, da muss man schon auf die Weak Spots aimen oder man lädt halt im Zweifel doch auf Premium durch. Schon lustig, dass selbst so ein VK, der eigentlich keine Rennsemmel ist, noch hier die Maus fast stehen lässt, als ob es nichts wäre. Mit 20 km/h geht es Richtung Frontlinie und ganzen 3000 Hitpoints. Das ist halt schon ein Haufen Holz. So, kommt der 1C dann nochmal vor. Aber ja, er traut sich nicht so wirklich. Den hätte er jetzt natürlich gern vor der Flinte. Wow! Das war ein guter bis glücklicher Schuss. Aber auch der gehört eben ab und an einfach mal dazu. Muss man so sagen, wie es ist. So, und was kommt da? Ein T-34. Ja. Wie soll es eigentlich anders sein? Der prallt er erstmal ab. Hat ihn hier die Kette kaputt gemacht. Und jetzt lässt er mal den 1C da auf sich schießen. Das ist ihm eigentlich wurscht. Er konzentriert sich jetzt einfach auf den T-34. Und da kommt noch mal einer. So. Nachgeladen hat er. Er muss hier natürlich jetzt ein bisschen auf den 1C aufpassen. Von der Seite ist er gar nicht so nervig für eine Maus. Aber. Oh. So, guter Hit. Aber von hinten natürlich, da macht auch der 1C dann schon Schaden. So, IS. Der Panzer ist einfach nach wie vor pervers. Man muss es so sagen, wie es ist. So, und jetzt hier der T-34. Wo er getrackt ist, ist natürlich ideal. Da kommt man schön drauf. Artisafe sollte er hier auch stehen. Weil man hat gesehen, bisher hat noch nichts reingehalten. Das heißt, da auf der Position C1, D1, da steht sie scheinbar nicht. Und wenn sie dann links unten stünde, da kommt sie hierher nicht ran. Das ist immer sehr wichtig mit der Maus, Artisafe zu stellen. So, man sieht, die Maus entscheidet sich dazu, dass man rechts lang fährt, dann kann auch der T-34 da nicht gegenhalten. Wenn die Maus sagt rechts, dann heißt es rechts. So, und jetzt geht die Maus nach vorne durch. Da den Hit auf den TVP. Und da ist er weg. Jetzt kriegt er von hinten den Schuss vom 1C, den zweiten und wahrscheinlich auch den dritten. Ja, der dritte prallt aber dann doch ab. Und selbst die drei Premium-Schuss gehen nur zwei durch an der Maus. Und weiter geht's Richtung Front. Die
ISO. Da sollte man auch als Mauston immer einen Blick drauf haben. Leider jetzt. Ah, da. Ah, krass, schwieriger Schuss. Aber auch der kommt an. ISO trifft hier auch, aber mit HE lediglich 146 Schaden. So, da hat er jetzt den T28 da neben sich. Der sieht das Unheil gefühlt noch gar nicht kommen, beziehungsweise er schaut einfach auf den E5, denkt sich, naja, was soll ich denn jetzt tun? Mein Schicksal ist beschlossene Sache. Und jetzt hier kuschelt er ein bisschen mit dem und macht ihn dann final doch fertig. Und weiter geht's. Es ist so, keine Ahnung, wie so eine Wanderdüne. Man kann sie nicht aufhalten, sie ist zwar sehr langsam, man sieht das Unheil kommen, aber irgendwie kann man doch nicht davor weg. VK. Der da hinten eher kämpfend steht. So, Arti hält hier auch rein, aber splasht ihn hier nur in der Form, dass er zwar Schaden macht, aber keinen Schaden macht, sondern ihn nur kettet, also von dem er halb so wild. Jetzt musste die Weiche nur kurz abgelenkt, das hat man glaube ich auch an meinen Fastmillen gemerkt, weil der Cap jetzt gerade begonnen wird. Hinten ist der T34 und der Rheinmetall, die da auf dem Rückweg sind. So, der T32 kommt jetzt gleich wieder von hinten ran. Und jetzt fahrt er hier den Berg hoch. Das ist jetzt natürlich das, was am wenigsten da hoch ist. Ja, der schreibt gerade 5000 Damage und Loss. Ja, mal schauen, ob es ein Loss wird. 2 Sekunden und gerade der Decap noch passiert vom T34. Also das war jetzt noch wichtig, dass der Decap da war. So, jetzt muss er aufpassen, dass er sich jetzt nicht hier zu sehr verhaspelt im Gegnerwirrwarr. Weil hinter ihm der VK natürlich da die ganze Zeit nervig reinhält. Hat der T34 aber gut decapped, war sehr wichtig. So, und der VK jetzt mittlerweile schon der dritte Schuss, den er hier so reinsammelt. Deswegen genau so jetzt zurückziehen, sehr viel besser, weil so kommt jetzt der VK wenigstens nicht rückwärtig an ihn ran. Und ich würde sogar mit dem T32 das Kuscheln anfangen. Ah, da hat er daneben gesammelt. Beziehungsweise jetzt. Nein, jetzt hat er daneben gesammelt. So, der T32 haut da jetzt auch ab. Der VK dafür will es jetzt nochmal probieren. Der denkt sich, jetzt habe ich so viele Schüsse hinten auf ihn drauf bekommen. Dann werde ich das auch so jetzt schaffen. Aber eben, so war es dann wohl nix. Jetzt ist er gekettet. Jetzt macht der VK da den Kardinalsfehler, dass er so fährt, wieder fährt. Noah, und er hat jetzt viel zu schnell geschossen. Also das war dann doch zu schnell. Der T32 lässt jetzt hier seinen VK im Stich. Wenn der T32 jetzt noch da wäre, können sie ihn zusammen behaken. Aber der hat das hier ganz schlecht gelöst für den VK. Und da kommt jetzt erst der T32 wieder. Jetzt aimt er. Und jetzt klappt es dann auch. Jetzt probierst du den T32 mit dem Rammeln und das interessiert mal so eine Maus halt gleich gar nicht. So ein bisschen Rammschaden von, oder beziehungsweise so eine Ramm-Attacke, ein Attackchen eher, von so einem T32. So. Und jetzt macht's der E5. Seinen Krieger hat er ja mittlerweile schon klar gemacht und jetzt nur noch die Arti. Die Frage, wo ist sie? Er wird hier auch im Chat für seinen Schaden gefeiert. Und ich glaube, das ist wirklich aller Ehren wert. Besonders wenn ihr das Endtableau seht, ist der Schaden super gut. Und dazu auch noch ordentlich was weggeblockt. So, jetzt hat Arti zu schnell geschossen. Und da macht das weg. Also, er hat 8900 Schaden gemacht und 5560 geblockt, dazu noch 1000 unterstützt. Also, wenn das keine feine Mausrunde war, dann weiß ich auch nicht, was eine sein soll. Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis bald, euer Alcaramba.